Wir haben Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie auf Zusatzmutationen untersucht, die zusätzlich zu dem krankheitsauslösenden BCR-ABL auftraten. Ziel war es, die Mutationen sowohl zur Erstdiagnose als auch im weiteren Verlauf der Therapie zu untersuchen. Dank der Analyse der Verlaufsproben können wir nämlich eine Aussage darüber treffen, wie sich die Mutationen auch unter der Therapie weiterentwickeln. Letztendlich ist es natürlich auch interessant zu wissen, haben diese Mutationen einen Einfluss auf das klinische Ansprechen der Patienten. Wir konnten in etwa bei einem Drittel der Patienten Zusatzmutationen nachweisen. Patienten, die eine Mutation zu irgendeinem Zeitpunkt hatten, hatten ein schlechteres Ansprechen auf die Therapie. Die meisten Mutationen fanden wir zum Erstdiagnosezeitpunkt. Diese Mutationen verschwanden im Laufe der Therapie, sodass wir davon ausgehen, dass sie auf dem gleichen Zellklon liegen wie die krankheitsauslösende BCR-ABL-Mutation. Andere Mutationen fanden wir zu jedem analysierten Zeitpunkt, sodass wir dabei davon ausgehen, dass die Mutationen bereits vor dem BCR-ABL vorlagen. Die letzte Gruppe sind die Mutationen, die neu auftraten im Laufe der Therapie. Patienten mit solchen Mutationen hatten ein schlechteres Ansprechen auf die Therapie. Zusatzmutationen bei der CML sind häufig. Sie variieren in ihrer Mutationsdynamik und könnten wichtige Kofaktoren bei der Evolution und auch bei der Persistenz der CML sein.